Ja, herzlich willkommen zurück zu War Thunder. Heute mal alleine. Und zwar werden wir da die Chatrunde machen. Habe ich euch versprochen, dass wir die mal vorführen. Aber ich kann euch gleich sagen, das ist ja etwas Übung gefragt bei den Chats. Und da ich seit einem Vierteljahr vielleicht nicht mehr gespielt habe, mal sehen, ob uns das gelingt. Und die Deutschen haben ja jetzt eigentlich den Vorteil, die haben ja selber die Maze in alle verschiedenen Varianten. In dem MiG 15 haben die. Nee, hey. Also. Mal sehen. Wie das da werden wird. Ich werde auf jeden Fall auch dann die Deutschen weitermachen. Und dass man da an die MiG 15 rankommt. Auf das Ding freue ich mich auf jeden Fall. Gut, da gehen wir schon los. Aha, haben die also von allen Karten hier die Namen geändert. Und zwar mal der grüne Bergzug oder so. Fangen wir mal mit der an. Die F9F2 Panther. Ja, und hier hört man schon, die hatten den neuen Sound drin. Die Jets. Früher waren die mal ein bisschen dunkler, diese der Klang. Jetzt nervt das sogar mal ein bisschen. Weil das so schrill ist, das fiebt fast. Naja, Gewöhnungssache. Ich fand den davor besser. Wenn man in der lange Zeit fliegt, gehen die ganz schön auf den Nerv. Aber wie gesagt, ich verspreche euch nichts. Es kann ganz schnell zu Ende gehen. Weil Jetfliegen ist eine Sache für sich. Die muss man üben. Üben, bis der Orts kommt. Ja, da ist er schon weg. Haben sie den Piloten ausgeknallt? Nehmen wir die BF hier. Die ist wieder weg. Ich glaub's ja nicht. Den haben wir aber. Diese Maze sind ja echt nervig. Diese kleinen Biester hier. Die sind so wendig. Und so klein. Ah, da freue ich mich auch drauf, die werde ich auch mal nach freischalten. Ah, der ist aber schon getroffen. Ja, naja. Schwarzer Rumpf, da kann man nicht mehr viel machen. So, jetzt nehmen wir mal die Saber. Mit der Ampel vorsichtig fliegen, immer schön von oben nach unten kämpfen und dann dürfte das klappen. Holen wir uns doch gleich mal hier die F, die uns versucht hat, hier weg zu... die uns weggemacht hat. Zack, Hause. Jetzt hängen sie wieder alle hinter uns. Ist doch scheiße sowas. Und dann hilft keiner.
Shooting Star. Peinlich, peinlich. Nehmen wir die Saber. Ach man. Das war nichts Schönes. Hätte man viel mehr rausholen können aus dem Saber. Naja, probieren wir es mit der. Fight. Ja, was war denn das bitte schön? Ja, die blöde Mäh. Die kommt aus nichts, schießt eh mal kurz und zack, alles weg. Ich hasse die Dinger. Und ich dachte, die wollten die aus dem Update rausnehmen, also ja, beim Update machen, so dass sie nicht mehr in solche großen Gefechte kommen, wo Sabers und so weiter drin sind. Ach man. Nehmen wir hier die einsame E. Ey, das gibt's doch nicht. Ach Mensch. Zack, und wieder die Mäh. Ach man. 7 Kills hatte ich schon. Das Ding sieht aus. Ah, ist nicht schlecht für Linden, das ist hier wenig Sterbefläche. So, hätten wir das Ding auch. Können wir nachladen? Wie viel haben wir denn mehr? Das ist doch mit Armee. Nicht schlecht.
Oh, da vorne. Ja, ich stell jetzt ab. Elf Kills, meine Herren. Krass. Mensch, Schwalbestoff mal ist weg. Ja, das wird den Heck wieder ruiniert. So, da hängt bestimmt die Meer an uns. Jupp. Wenn wir nicht schleunig etwas meine unternehmen, dann wird der Feind den Sieg davon tragen. Jetzt ist er weg. Ha. Ha. Ah. Ah, jetzt haben wir so ein Liberator. Zehn Kills hat die Sau. Ach man, die Mutter. Na gut. Das war die Chatrunde. Ganz so schlimm war es ja nicht. 7 Abschüsse. ...3700 Fahrzeugerforschung. Das kommt den Chat gut zugute. ...31.000 ist nicht schlecht. Aber der 14 Kills hat er. Krass. Kann man denn bei denen auch eigentlich hier die Spielerkarte? Aber war das ein Squad? Nee. Dämlich da gar nicht. Dämlich. Naja, Commodore. Level 79. Meisten Abschlüsse mit 15. Mit der MiG 15. Hm. Kranker Typ. So, ich würde sagen, mit dem Belasmus. Ich habe euch die Chats mal vorgeführt. Konnte es wohl nicht ganz so die Saber 2 ausleben, wie ich es gern gemacht hätte. Haben leider bis, ich glaube, einen Kill rausgekommen. Ja. Aber naja, vielleicht beim nächsten Mal. Und da sage ich Tschüssi und wir sehen uns.